Herzlich willkommen heute zu einer neuen Lektion Java für Tansy MTG. Sehen wir dann heute ein weiteres Beispiel zum Thema Objektsmanipulation respektive Interaktionen zwischen Objekten. Das können wir mit Beispiel Schritt für Schritt. Wir bauen ein Gerüst ab und dann bauen wir ein paar die kleinen Übungen dran, die dann der Student muss erledigen. Dann machen wir ein Spiel. Machen wir ein kleines Spiel, ja. Das für einen, das ist ein einfacher Schiff. Mhm. Und der muss dann halt nochmal dem Schiff hier schon zwei einen kleinen Seeschlacht machen. Voilà. Okay. Fangen wir mal am Schiff an. Ja. Und okay. Seeschlacht machen wir dann am Schluss. Ja. Fangen wir dann an. Klassisch. Mhm. Hier ist dann immer ein Gesamtbeispiel vom Unimoser zu gebrauchen. Mhm. Ich meine, eine neue Klasse. Englisch nehmen. Ship. Ich will keine Java Main Methode. Beschreibungen. Machen wir direkt am Matt. Aber du hast mir Simple Description of Ship. Das lassen wir immer sehen. Das lassen wir alles an. Hi. Ja. Wir brauchen dann, das ist die Frage, die uns gestellt hat, sind die Attribute. Ja. Ich hoffe, für den Nummer. Ich fange mal an, dass das einfach ist. Ich hoffe, für den Nummer. Name auf Englisch. Und den Typ aus String. Mhm. Top. Brauche ich Getter oder Setter. Setter nicht. Ich will hier nur mit ein Objekt schaffen. Ich will hier nicht können das ändern. Das ist was interessant, also Getter, selbstverständlich, dass ich weiß, was für ein Schöpfer schon. Machen wir den mal direkt dabei. Machen wir den mal direkt dabei. Okay. Doch, nicht Access da klicken. Wir waren dann aber eine kleine Seeschlacht. Okay, Schiff, muss man wissen, wie robust ist das, aus dem Lofoti. Ja, was Zustand ist das, ja. Voilà. So wie Liebe bei Videospielern, Liebe vom ganz Personage, genau. Normal einfach auch etwas wie Liebe vom Schiff, ja. Leben, okay, wie ist genannt? Ja. Life Points, okay. Dann versteht Jit vorhin, das sind Punkte, okay, die mehr Schiff noch hört. Mhm. Du hast da pur Depart und können wir mal voilà geben. Ich meine, den mit ganz zuhören, ich kann doch mit Komma zuhören, heißt das einfach. Auch ein Getter für das können Interaktionen zu spielen. Voilà. Ich will schon nur das Wichtigste gemacht, das ist ein Inhalt. Da kommen selbstverständlich Methoden. Mhm. Was kann, was muss meine Klasse machen. Das ist, was ich immer bei so Sachen kann machen, als einfach Konstruktor. Das ist schon die heutigen zwei Attribute zu initialisieren. Ja. Die gehen nie mehr geändert, das ist schon noch kein Setter, das braucht unbedingt ein Konstruktor. Das ist dann auch ein Konstruktor. Wie gesagt, der Konstruktor ist dafür, für Attribute zu initialisieren. Ja. Das kann gerne eine Möglichkeit tun. Das ist die Basic Function. Ganz genau. Pname, also das, was ich gebraucht habe, Typ String, erste Parameter, zweiten, aus den Life Points, die kriegen wir auch dann. Mod. Voilà. Das Public. Voilà. Bannen dran. Wir haben eine ganz normale Affektation. Ja. Das ist der Num. Den Inhalt von dem Attribut Num geht dann den Inhalt von Parameter Pname. Ups, was ist das hier? Getippt. Und dann sei den Life Points. Das macht wie viel fängt den an. Das geht dann über den Parameter. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Voilà. Rekommandieren übrigens. Schaut für den, wenn er nur lässt, das führt vielleicht auch parallel Mats programmieren. Voilà. Bleibt nicht passiv während dem Video. Das ist wirklich rekommandabel. Ja. Rekommandabel. Voilà. Luft kennt das Wichtigste. Wir haben ein Schiff. Schön und gut. Wir, die kriegt eventuell Attacken und da müssen sie einen Agent. Da gehen sie einen Life Points raus. Ja, ja. Müssen sie gucken, wenn sie das möchte. Ja. Dafür gebe ich dafür schon für eine kleine Methode zu schreiben. Ja. Zum Beispiel Do Damage. Das wird so ein ändern. Und das Resultat? Nein, wir ändern ein Attribut, wir wollen kein Resultat haben. Voilà. Wir wollen ein Attribut, ja, aber die Damage-Methode muss aber besonders Informationen, wir können zu sagen, wie viel Schuss habe ich gekriegt. Ja, wie viel Schuss habe ich gekriegt, was auch immer. Ja. Eine Information. Aber wo könnt ihr denn hier? Nein, ich will den Parameter. Damage, ja, irgendeine Quantität. Was für ein Typ? Ja. Wie das der Life Points agiert, gibt man so einen Int. Ne? Ganz genau. Das ist mir sinnvoll, deshalb ist den kohärent, deshalb ist den Typ. Ja, machen wir das. Machen wir das einfach. Wo? Ja, was möchte ich denn? Na ja, der Schurt ins Kris wirkt sich direkt auf den Lebensstatus aus. Ja. Ich schneide jetzt den Ruf um die selbst kriegst. Ganz genau. Life Points.
Ich meine dann die Komplettversion. Es gibt ja Varianten für das anders zu machen. P-Damage. No. Voilà. Ich spreche das ein bisschen auf. Ich habe das noch ein bisschen gemacht. Battles. Voilà. So. Oh nein. Ich kompiliere direkt, weil ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo einen kleinen Fehler habe. Voilà. Okay. Schauen wir das Schiff. Wir wollen aber das ganze also Spiel mit einer Schlacht zwischen zwei Schiffen machen. Dann muss ich das auch noch programmieren, die Schlacht. Ja. Und wir machen auch keine Methode Schlacht dabei. Ne? Oh nein. Nein, das ist ein Schiff, ja. Das Schiff ist Schiff. Schiff ist Schiff. Und eine Schlacht ist Schlacht. Und dafür eine neue Klasse. Wir haben eine neue Klasse. Ich nenne die dann auf Englisch Sea Battle. Ich habe eine kleine Mail-Methode, wie das ist, wenn ich am geringen Knäppchen, dann automatisch das ganze Print simuliert. Okay. Ja. Kleiner Kommentar. Obligaten Kommentar. Natürlich, in diesem Fall machen wir hier eine kleine Simulation of a Sea Battle between two ships. Voilà. Und da tun wir uns dann. Oh, die Kommentare, die können wir uns schenken. Main Program. Ja. Können wir schenken. Und die G-Programm. Voilà. Uff, momentan habe ich auch kein Attribut für den Sea Battle. Wir sehen nicht, was wir gebrauchen, da sind wir spät. Ja. Was ich aber brauche, das sind aber zwei Chips. Ich will zwei Schiffe einbauen. Fangen wir schon mal richtig an. Ich muss ein Schiff definieren. Du hast schon an einer Lektion gesehen. Okay, für ein Objekt zu für machen. Für ein Objekt an einer Variable zu machen. Ja. Ich fange dann an. Ich will unbedingt ein Schiff, schon ein Typ. Definiert. Ja. Ich muss auch dann noch eine Variable. Nennen wir den Pirate. Das ist die Umfänge Variable. Und die muss auch dann ein kleines Objekt kreieren. Das mit dem Wort New. New Ship. Voilà, die Nummer vom Konstruktor. Ich muss ihm aber ein paar Parameter angehen. Das ist obligatorisch in diesem Fall, weil der Ship-Konstruktor, gesagt ich nachher, ja, die Nummer an den Punkten zu. Ja, zwei Stück. Mit den passenden Tippen. Komm. Die kennen. Ja. Und dann, oh, das ist ein kleines Schiff, die war nicht ganz stark, noch schnell. Nimm den Punkte. Ich brauche ein zweites Schiff. Und das gehen wir mit dem Admiral. Das ist der von McKinnick. Und da gehen wir hier noch einen Namen. Da auch ein New Ship. Und den nennen wir dann Likorn. Und den war zwar ein bisschen mehr große Galleon, den hat ein bisschen mehr Power. Den mit den Worsting Punkten. So. Voilà. Ja, ich ja. Stellt sich vielleicht für die einen oder anderen ein klein froh, wie ihr hier Schiff dann lo. Also es lo Pirate oder was ist lo? Genau. Ja? Das sehen wir zwar dann in einer nächsten Fassung von unserer Serie. Das tun ist der Name von der Variable. Der Name vom Objekt, der Name von der Variable, ja. Nein, das ist der Name von der Variable. Und Variable beinhaltet ein Objekt. Okay. Und das tun ist der Name, den wir mit dem Objekt wollen. Vermitteln, mit denen hast du es an einem Attribut gespeichert. Die richtige Nimm von Objekten gesehen wir, nur gerade, ein bisschen spät. Aber das ist nicht das, was ich meine. Das muss ich wirklich sagen, von denen trennen. Und du hast auch keine Chip 1, Chip 2 schaffen. Ne? Ja, ganz genau. Was war nur die typische Variable Nimm, die wir ein bisschen benutzt haben? S1, S2, Chip 1, Chip 2. Ja. Hier wollte ich effektiv richtig Variable Nimm. Wir werden gesagt, noch dann nicht noch steht. Ja. Nicht verwirrende Nimm. Was wir können, um einen versuchen, den Schiff zu printen. Sein Zustand. Den Zustand. Gucken wir mal, ob das geht. Das ist ein klassisches System. Ja. Out. Print. Printen, das können wir ja. Allein. Ship 1. Doppelpunkt. Und Java erlaubt man für direkt eine Variable zu machen. Wie bei den Zwölen. D'accord? Okay. Ich meine, Copy-Paste. Soweit so gut. Soweit so gut. Kommt wieder eine Nummer raus, oder? Ah. Das ist die gesamte Surprise. Ah, oui. Ja. Erst dann den Admiral. Admiral. Und das ist das zweite Schiff. Das vergessen den Text. Hi, wird nicht mit das, was da steht, zu sehen. D'accord? Das ist nochmal etwas geprintet. Voilà. Ich speichern, ich kompilieren und ich starte. Speichern, kompilieren. Und ich kriege einen Knäppchen. Wenn es dann Main-Methode kann, ich starte. Ich meine, den heute. Hi, kennt dann das Resultat. Ein bisschen groß. Ja. Und dann starten wir. Okay, ich habe kein Argument für mein Programm. Oh, voilà. Damage. Ship 1, Doppelpunkt, Ship at, und dann kompliziert 12, Ship 2, der Nummer von der Klasse, aha, at, und dann habe ich es kompliziert.
Okay, das ist der richtige Name vom Objekt. Der Java Objekt heißt so. Okay, da muss ich keine Apps mal aufhängen. Nein. Ja, ich meine, das ist immer gesehen. Ja. Da muss ich ja, nicht viel aufhängen. Nur der Moment vielleicht für... Das will man. Für ein bisschen zu erklären, wieso auf die Warte. Was geschieht heute? Der Plus aus einer Textkonkatenation. Ja. Das kennen wir von zwei Texten. Das tun uns aber kein Text, das tun uns ein Objekt. Definitiv. Typ, ja. Chip. Mhm. Ja, der Compiler ist aber schlau genug, um zu sagen, okay, wenn das kein Text ist, das haben wir auch bei der Grenzzüge gesehen, ja. Hier wird automatisch an Text umgewandelt. Ja. Hier möchten das auch. Mhm. Er wandelt den Objekt, den am Pirat-Variable draufsteht, an Text um. Dafür gebraucht ihn eine spezielle Methode, und die Methode heißt ToString. Ja, sie war bis so schon Punkt 4 gekommen, da hätte ich nie Gedanken gemacht, wahrscheinlich, was eigentlich möchte. Das tun möchte der Compiler für mich. Ja, Punkt als implizit, ja. Das ist implizit. Ich muss das nicht schreiben, das möchte ich für mich. Das ist dasselbe. Die zwei Sachen sind identisch. Ja, ich muss heute... Aber probiert vielleicht, denke, ob es wirklich, geht es wirklich dasselbe Resultat, ne? Probieren wir mal. Ich kompiliere noch ein Keer, starte noch ein Keer. Ja, das identisch. Das sind einer Wert, aber das laufend geändert. Das ist am Speicher hier nun. Das ist nicht, was wir wollen. Das so funktioniert. Das ich muss heute, laufen wir im Chip, ja. Eine Methode beifügen, die ToString heißt. Für was wird es schon eine Methode, die gesagt hat, die hast du verstoppt, die das hier print, aber nicht wie wir wollen. Wir müssen eine Methode ich definieren. Ja. Du nimm den Programmierer kann wissen, was soll rauskommen, wenn ich ein Objekt printe. Ganz genau. An der Methode muss man da programmieren und das ist die erste Aufgabe. Voilà. Da steht dann ein bisschen dann gab. Okay. Das ist ein Französisch geschrieben, das ist nicht schön. Was wollen wir? Wir wollen eine Methode ToString bauen, die ist standardmäßig. Es gibt keine Parameter, es gibt nur ein Resultat. Ja. Und was will ich? Normalerweise will ich immer den Status, den Zustand von meinem Objekt printen. Mhm. In diesem Fall hier steht, was ein Num. Und dann so ein kleines Zeichen. Und dann, wie viele Punkte hat er? Wie viele Lebenspunkte hat mein Schiff? Das ist mich interessiert. Ja, genau. Voilà. Okay, Schiff kann irgendwann dann zerstört gehen, wenn er keine Lebenspunkte mehr hat, wie ein normales Spiel. Ja, da will ich, dass er nicht Null- oder Negativpunkte schreibt. Ja. Nein, da will ich, dass er Destroyed schreibt. Ja. Das ist mir bildlich. Ja. Und das möchte dann heute ToString. Okay, ein Stück Text, genau. Genau. Voilà. Und das muss dann so geschehen. Ja, das lasse mir ich programmieren. Ja. Und gehen wir weiter vor mit der nächsten Aufgabe. Mit der nächsten Aufgabe, okay. Das tun wir, dass das tun wirklich proper geprintet wird. Wir haben momentan just den Zustand von den Schiffen geprintet. Ja. Das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Nein, das können wir. Was wir nur wollen, ist wirklich, dann, die zwei müssen irgendwie gehen, die nicht kommen. Dafür brauchen wir dann eine Methode, ich nenne die Encounter, Rencontrer, die beginnen sich. Wie gibt das so etwas ausgesehen? Ich gebe einfach so mein Piratenschiff, den Encounter, der Verb, und dann wen? Den anderen Schiff, Amiral. Das ist die Methode, die wir nur wollen programmieren. Ja. Die zwei können irgendwie einen gegen den anderen zu machen. Ja. Und dann am Schluss von der Methode, was will ich? Ich will noch ein Keer den Zustand, den Zustand ein Keer printen. Also es wird geknallt, so. Und dann wir was das mit dem ersten, was das mit dem zweiten Schiff geschehen. Ja. Die zwei Schiffe kriegen gebeschädigt. Voilà. Also Philosophie. Also Philosophie, die zwei gehen beschädigt. Mhm. Das heißt, die zwei schießen sich gegenseitig. Mhm. Das ist, was muss ich machen? Selbstverständlich muss ich irgendwie etwas am Schiff machen. Schon wie gesagt, das ist eine neue Methode, Encounter. Ups, ich finde sogar ein N. Oh, gut, das passt dann. Ja. Encounter, Rencontrer, auf Französisch. Ja. Ich muss die Methode da machen. Ja. D'accord. Jo, nur der Programmation von der Methode ToString, weil man dann lo eine neue Methode programmieren, die die Rencontre von den zwei Schiffen simuliert. Was hat man gerne? Man hätte gerne eine Methode, die kein Resultat zurückgeht. Man hätte gerne eine Methode, die wieder für Druck gesehen hat. Am dem Sea Battle, weil vielleicht nicht der Sea Battle. Ja, der nächste. Weil er haben wir ja dann so, wie es ausgefordert wird, das heißt, ein Schiff beginnt ein anderes Schiff, ja, zurück. Und dann, das geht wieder nicht mehr, wenn ich als Parameter ein anderes Schiff wieder gehe. Ja, das geht, das kannst du das funktioniert, die Sachen, darum es geht es halt, ja. Voilà. So, ja, was soll die Methode Rencontre machen und sich nicht viel anders, weil mit der Methode Damage abrufen? Das simuliert ja dann, wie wenn ich einen Kanonenkurl rüberschießen und den Schiff ein bisschen zerstören. Ja, mit der
Den ja. Zwei Schiffer, selbstverständlich, weil die zwei gibt es ein bisschen zerstört. Ja, dann ist nur der Teil, wo die Schwierigkeit besteht, ne? Ein Schiff kriegt Damage, ein anderes Schiff kriegt Damage. Ja. Das muss da klar kapieren, ne? Dass die zwei Objekte manipuliert gehen. Und den Damage. An. Ja, was das ein Damage macht, wie gesagt, der guckt der Schnein hier irgendwie, den du Damage programmiert hast. Ja, das heißt, der Parameter soll ein Zufallswert sein. Ja. Und zwischen 2 und 10, da sind wir klangen, da machst du und kann bis zu 10 Punkte groß gehen. Beim verschiedenen Schiff können direkt zerstört gehen, vielleicht doch nicht. Halt vom Initialwert dafür. Voilà. Okay, das soll es dann eine Aufgabe.